So. Ich hoffe mal, wir haben jetzt noch mal einen kurzen Cut gerade gemacht und haben noch mal eine neue Aufnahme gestartet. Ich hoffe mal, dass das vom Inhalt her noch reicht. Ich weiß halt im Moment nicht, wie lange wir auf Yavin 4 quasi noch brauchen werden. Ich hoffe mal nicht, dass wir da jetzt in der Viertelstunde durch sind. Das wäre halt ärgerlich, da wir, wie gesagt, gerade noch mal eine neue Aufnahme gestartet haben. Gerne mal ein bisschen tricksen. So, wenn wir mal schnell aufs Schiff teleportieren. Aber ich denke mal, auf Yavin dürfen wir noch die eine oder andere Quest vorher machen müssen, bevor wir Revan quasi dezent in den Hintern treten dürfen. Von daher denke ich mal, war das die richtige Entscheidung, nochmal eine neue Aufnahme zu starten. Ausgang zum Raumschiff. So. So. Und wie gesagt, auf die Gefahr hin, dass wir nachher vielleicht doch noch ein bisschen länger auf Yavin 4 rumsitzen und noch die eine oder andere Quest machen müssen. Wir sind halt jetzt gerade wieder bei einer Stunde Aufnahme gewesen. Ich grüße Sie. Und ich möchte quasi immer nur in den Ausnahmesituationen die letzte Folge vom Streamabend immer mal ein bisschen länger als eine Stunde laufen lassen. Dementsprechend war ich mal so frei und habe nochmal eine neue Aufnahme gestartet. Man möge es mir nachsehen, die Dreistigkeit. So. Reisen wir mal nach Yavin. So. Da sind wir auch schon. Na, wir können es, glaube ich, schon mal buffen. Nicht, dass die zwischendurch wieder auslaufen. So. Winziger kleiner Mond. Lassen wir uns mal überraschen, wie viel wir jetzt hier noch machen müssen bis zum großen Showdown. So. Oh, wir können auf Yavin sogar auch eine Festung kaufen. Das ist interessant. Ich glaube, wir müssen tatsächlich die Tage noch mal ein bisschen Credits farmen, beziehungsweise ein bisschen was zusammentragen. Damit wir uns überall die Festung mal kaufen können. So. Dialogtime. Es besteht kein Zweifel. Der Imperator befindet sich auf diesem Mond. Revan ebenso. Und noch eine andere Präsenz, wenn die Großmeisterin recht hat. Die andere Präsenz ist undeutlich. Die dunkle Seite hier ist allgegenwärtig. Sie erfüllt diesen Mond. Ich war auf Orikon, aber das hier ist etwas ganz anderes. Ihr seid nutzlos, Satil. Ja, nee, so ganz so. Habt ihr etwa Angst? Ihr macht wohl Witze. Der Rivan-Orden hat seinen Stützpunkt in einem alten Masasi-Tempel. Dort ist die dunkle Seite am stärksten. Wir haben einen Bereich so nah wie möglich am Tempel gesichert. Die Unmengen an Masasi haben uns dabei gewisse Schwierigkeiten bereitet. Vielleicht wäre die Situation ja jetzt anders, wenn ihr unsere Aufklärungsteams vor den Masasi gewarnt hättet. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Machtspiele und Täuschungen. Es steht so viel auf dem Spiel. Genau. Richtig. Wir dürfen nicht zulassen, dass Emotionen unser Urteilsvermögen trüben. Auch wenn das für manche anscheinend leichter gesagt als getan ist. Darth Maul und ich konnten eine Einigung erzielen, aber es ist offensichtlich, dass viele hier noch an ihrer Kooperationsbereitschaft arbeiten müssen. Wenn ihr uns dabei helft, unsere Position zu sichern, würden sich die anderen ein Beispiel an euch nehmen. Wenn wir wollen, können wir durchaus pragmatisch sein. Setzt da draußen eure Fähigkeiten ein. Wir bleiben in Verbindung. Das
Jetzt müssen wir Motivationsäffchen spielen für die ganzen aufdringlichen Bodentruppen hier. Nichts können sie alleine, nichts. So. Wenn nämlich viele republikanische Gilden momentan, die hier irgendwelche Planeten kontrollieren, müssen wir auch demnächst mal ändern. Ist ja widerlich. Ist ja widerlich. Zu Ihren Diensten, mein Lord. So. Gucken wir mal, dass man hier relativ zeitnah noch durchkommt durch die letzten Passagen. Wie gesagt, ich hoffe mal nicht, dass die letzte Folge jetzt eine Viertelstunde lang wird. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Aber ich denke mal, wir dürften hier noch das ein oder andere zu tun haben. So. Aber gut, dass wir wenigstens mit dem Mount hier durchmarschieren können. Oh. Meisterin Shan hat mich gebeten, ihre Wertschätzung zu übermitteln. Hier stapfen ganz schön großartige Viecher durch die Gegend, habe ich das Gefühl. Geht es schon wieder? Ashara, unsere Krankenschwester, macht sich wieder Sorgen über unseren Gesundheitszustand. So, ja gut, die Nebenquests, die ignorieren wir mal. Für so eine Spielerei. Okay, hier ist nochmal eine Höhle. Ah ja, gut, aber... Wie gesagt, wir werden uns jetzt mal aufs Wesentliche konzentrieren. Die Nebenquest, da ist erstmal... Naja, wobei... Na los, kommt her. So. Loot? Na, ja, nein, vielleicht? Nein, okay. So. Wie mutig sich unsere Begleiter tatsächlich in den Kampf stürzen oder Widerworte. Und man teilweise überlegt, wie riesig diese Gegner hier teilweise sind. So. Ali hopp. So. Der Rest soll hier irgendwo in der Höhle sein. Na komm, den einen nehmen wir mal noch mit. Er hat mich aggressiv angeguckt, ich hab's genau gesehen. Oder wie man so schön sagt, oh mein Gott, es kam genau auf uns zu. So. Komische Viecher. Machen kaputt, Junge. Oder auch nicht. Alles muss man hier selber machen. Hello there. Glaube ich das? Unverschämtheit. Unverschämtheit. So. Ah. Okay, da haben wir noch mal einen. Kein Punkt zur Sorge. So. Ekelhafte Höhle. Ah, brackiges Wasser.
So. Aber tatsächlich ein interessanter Planet an sich, muss man mal sagen. Interessanter Planet. Alter, wie lang ist denn diese Höhle? So, ein paar brauchen wir noch. Ein paar Kreaturen müssen wir leider noch, oh. Weißt du was? Hello there. Alter. Das war gerade wieder so ein Peng in voll in die Fresse Moment. Glaube ich, das hätte nicht mal erzählt. So. 8 Stück noch. Meisterin Shan hat mich gebeten, ihre Wertschätzung zu übermitteln. Ich glaube, mich das interessiert, was ein ekelhafter Jedi sah. Ich übernehme das. So. Irgendwie passend die beiden Lichtschwerter von Ashara, die wir eingestellt haben. G fällt mir ganz gut. So, 3 Stück noch. So. Haben wir das schon mal. Was ist hier als nächstes in der Nähe? Das ist da oben. Schnappen wir uns das mal als erstes. Immer mal in der Hoffnung, dass noch mal irgendwas droppt. Ironischerweise droppen in letzter Zeit bei normalen Mobs keine Begleitergeschenke mehr, ist mir aufgefallen. Das hatten wir in den Klassik-Regionen bis Level 50 deutlich häufiger. In letzter Zeit haben wir das gar nicht mehr gehabt. Empfang hergestellt. So. Schleichen wir uns mal so ein bisschen durchs Unterholz. Oh, was haben wir denn da? Das sieht mir noch sehr nach einem republikanischen Außenposten aus. Sollte man nach Möglichkeit natürlich nicht reinstatzen. Letztes Teil gefunden. Meisterin Shan hat mich gebeten, ihre Wertschätzung zu übermitteln. So. Relativ in der Nähe direkt. Der Wertschätzung kann ich mir leider nichts kaufen. Die soll mir lieber Credits geben. So. Kein Grund zur Sorge. Das war mal Schnelldurchlauf.
sich eine Gelegenheit für uns aufgetan, wenn ihr interessiert seid. Sprecht weiter. Es gibt ein zusätzliches Überwachungssubsystem in der Ausrüstung, die ihr installiert habt. Ihr könntet es aktivieren und so einstellen, dass es Funkverkehr und Manöver der republikanischen Truppen aufzeichnet. Hm. Ja, klingt natürlich nicht schlecht. Ganz schön hinterhältig. Gefällt mir. Okay, ich helfe euch bei der Modifikation. Nachhaltig denken, ne? Republik ist nach wie vor unser Feind. Was? So. Ach Gott, das ist ja wieder. Ist ja wieder sonst wo. Jetzt geht das Rummengerände wieder los. Ach so, kehre zu Darth Maar zurück. Warte mal. Ist das zufällig unsere Ausgangsbasis wieder? Ah ja. Machen wir das nämlich mal einfacher. Warum den ganzen Weg laufen, wenn wir porten können? Wären wir ja schön blöd, wenn wir jetzt den ganzen Weg gelaufen wären. So. Das wollen wir uns natürlich mal schön dezent sparen. So. Wir wissen jetzt mehr darüber, was zwischen uns und dem Tempel steht. Als erstes sind da die Masasi. Wir wussten schon, dass wir es mit ihnen zu tun kriegen, aber jetzt wissen wir, dass es richtig viele sind. Mit den Masasi kann man nicht reden oder verhandeln. Sobald wir ihr Gebiet betreten, werden sie angreifen. Und weiter? Die Elite der Imperialen Garde wird in speziellen Anlagen trainiert. Sie werden zu physischer Perfektion geschmiedet und man flößt ihnen eine unerschütterliche Loyalität ein. Eine dieser Anlagen haben wir zwischen uns und dem Tempel gefunden. Der Imperator muss sie im Geheimen errichtet haben lassen. Und es befinden sich menschliche Lebensformen darin. Unabhängig davon, ob es Revaniter oder die Wachen des Imperators sind, sie werden nicht darauf aus sein, uns zu helfen. Hm. Aufsässige zur Raison zu bringen, ist eine meiner Spezialitäten. Überlasst das nur mir. Was ihr vorhabt, kann ich nicht gutheißen. Und was glaubt ihr, tun eure Agenten im Namen der Republik? Dieser Ort ist von großer strategischer Wichtigkeit. Macht seinen Bewohnern klar, dass die Anlage jetzt uns gehört. Mhm. Roger, Roger. So. Gucken wir mal, was wir da für einen Schrott drin haben. Gleich mal so einen Schrott. Brauchen wir zwar beides nicht mehr, aber... So, Ruf-Items nehmen wir natürlich immer gerne mit. Jetzt geht das Rumgerenne wieder los. Aber das Gute ist, so kriegen wir eine vernünftige Folge noch hin. Das ist das Gute dran. War meine Befürchtung nämlich unbegründet, dass wir zu wenig noch zu tun haben hier auf dem Planeten. Ist also gar nicht mal so verkehrt. Es gab Geschichten, aber jedes Mal, wenn ich mehr dazu wissen wollte, hieß es, ich wäre noch nicht bereit. Bin ich jetzt bereit? Ja, sie ist live mit auf dem Planeten. Autorisierten Ziele an. Reiseroute also, bestätigt. Quasi, wenn sie jetzt nicht bereit ist für die Wahrheit, dann ja, sollte man mal an der Glaubhaftigkeit der Jedi zweifeln. So. Wo müssen wir denn hin? Dürfen wir wieder eine elendig lange Reise machen?
Was auch immer wir gerade gemacht haben. Was auch immer wir da gerade getan haben. Es war auf jeden Fall von Vorteil, wie es aussieht. So. Ah, okay. So. Das wird wieder ätzende Killarbeit. So. Das ist tatsächlich immer mehr so ein bisschen mehr oder weniger Zeitüberbrückungssachen hier. Glaube ich das? Der haut einfach außer Reichweite ab hier. Widerlich sowas. Den brauchen wir noch nicht, der kommt später. Sehr gut. So. Keine Ahnung, ob wir den für eine Quest brauchen, aber... Glaube ich das? Unverschämtheit. Alter, der haut ja ganz schön rein mit dem Schaden. Die macht unsere Ashara gerade ganz schön nass, muss man sagen. Die hat es ganz schön in sich gerade. Die hatte zu Recht doppelte Edite-Status. So. Die hatte tatsächlich zu Recht ihren Doppel-Edite-Status gerade. Ja, komm mal kaputt. Machen kaputt, Junge. So. Puh, es zieht sich tatsächlich ganz schön. Was haben wir da hinten noch? Auch noch irgendwas, okay. So. Schnell alles noch zerstören, was wir hier noch zerstören müssen. Ruckzuck. Das nehmen wir nebenbei mal noch mit.
So. So. Ironischerweise haben wir den größten Teil anscheinend schon. Jetzt brauchen wir bloß noch die Anhänger hier umhauen. Ein Jedi fürchtet den Tod nicht. So. Ganz schön groß das Gebiet. So, das nehmen wir mal noch mit. Witzig, wie sie das mit der Fernbedienung abbaut. Moin. So. Da waren es noch 5. So. Da haben wir noch mal einen Aufseher, den wir, glaube ich, nicht mehr brauchen. Ja. Ah, doch, brauchen wir noch 2. Brauchen wir sogar noch 2. Sehr schön. So, dann brauchen wir noch einen Aufseher. Ich glaube, die standen eigentlich immer mehr so ein bisschen in der Mitte rum. Nochmal ein Kristall. Sollten wir tatsächlich mal uns mehr mal in der Nähe der Mitte umgucken. Ich glaube, da standen immer mehr von den Goldenen rum als hier außen. Glaube ich das? Die Ratte? Oh, Random Drop. So, jetzt brauchen wir noch einen goldenen. Da ist auch schon einer. Sehr schön. Genau den, den wir gesucht haben. Der uns einfach mal ignoriert, glaube ich das. So. Sehr schön. Hier haben wir auch noch die letzten Behälter. So, jetzt müssen wir noch ein paar Trash-Mobs killen. Hier unten stehen glücklicherweise gerade welche. Das ist ganz praktisch. So. Merkwürdigerweise hat einer nicht gezählt. Das empfinde ich gerade ein bisschen leichter als Mobbing, muss ich sagen. Müssen wir hier extra irgendwo nochmal welche zusätzlich umhauen? Obwohl das gerade 3 waren. Ich habe das Gefühl, wir waren ein bisschen zu effektiv. Ah, na gut, dann nehmen wir die hier. So, sehr schön. So. Versuche die Kammer. Ist auf der anderen Seite. Da sind wir, glaube ich, schneller, wenn wir hier rumlaufen. Dürften wir, glaube ich, schneller sein. Das ist natürlich gerade ein bisschen unpraktisch. Man beachte mal den Größenunterschied. So. Hier ist noch ein Kristall, den nehmen wir mal noch mit.
So, und rein mit uns. Sie machen alles zunichte. Ich sehe es. Wir sehen es. Aber Sie sehen es nicht. Sie haben nicht einmal Augen. Wir sind alles, was noch übrig ist. Wir müssen die anderen von hier vertreiben. Erst dann können wir den hungernden Imperator erwecken und ihn nähren. Identifiziert euch. Kommandant Ivan, Imperiale Garde. Wir dienen dem Imperator. Und ihr? Ihr gehört nicht zu ihnen. Ihr seid bedeutungslos. Bedeutungslos. Geht weg. Verschwindet. Ganz schön anmaßend. Ich bin ein dunkler Lord der Sith. Und ihr werdet mich mit dem entsprechenden Respekt anreden. Selbst wenn ihr ein Sith seid, spielt ihr keine Rolle. Es gibt nur den Imperator. Wir sind Nahrung. Wir alle dienen ihm als Nahrung. Das ist unser glorreiches Schicksal. Ihr könnt es nicht aufhalten. Das lassen wir nicht zu. Ganz schön verblendet. Lasst das Ende beginnen. Ihr habt keine Augen. Ein Jedi fürchtet den Tod nicht. Seid seine Nahrung. Nö, es ist nicht so. Ich bin kein McDonald's Big Mac. Der Imperator muss den Imperator nähren. Die einfach mal keine Waffe in der Hand hatte. Es war wirklich die Imperiale Garde. Ja. Laut dem Unterstützungsteam ist ihr Kommandant völlig durchgedreht. Wir müssen ihn befragen. Verrückt oder nicht? Er wird nützlich für uns sein. Er wird uns die Antworten schon geben. Was? Was näher? Irgendein Geist quatscht schon wieder voll, glaube ich das? Kehre zu Darth Maul zurück. Naja, dann machen wir das mal. Schwupp. Schnell mal einen Port nehmen. Ich bin echt gespannt, ob wir das jetzt in der Stunde noch schaffen, das letzte Duell mit Darth Revan. Beziehungsweise, ja, so richtig Darth kann man ja nicht sagen. Den Status eines Sith hat er ja nicht so wirklich. So. Er wird genährt. Er wird genährt. Schweigt. Er ist völlig wahnsinnig. Aber er besitzt Informationen darüber, wie wir in den Tempel eindringen können, um die Rückkehr des Imperators zu verhindern. Ich möchte ihn persönlich befragen. In seinem Zustand muss er äußerst vorsichtig behandelt werden. Die Zeit ist knapp. Hier ist ein direkterer Ansatz vonnöten. Ja. Freundlichkeit ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Bringt ihn in meine Gemächer. Es ist ein Imperialer und dementsprechend. Nicht vergessen. Dementsprechend hat er auch alles nur ein Imperialer. Das ist auch überrascht. Das Recht, das ist, der Befragung. Und, wie sieht es aus? Wie es aussieht? Ich würde sagen, beunruhigend. Laut Ivan gibt es im Inneren des Tempels ein Gerät, mit dem sie den Imperator zurückholen wollen. Es ist eine Waffe, die dafür gedacht ist, alles Leben auf dem Mond auszulöschen. Nur im Tempel selbst ist man sicher. Oh, das hört sich interessant an. Die würde ich zu gerne sehen. Halt die Klappe, die vier. Die Vorrichtung scheint auf Sith-Technik zu basieren.
Deshalb wusste der Imperator davon und darum hat er Yavin 4 als Rückzugsort ausgewählt. Ivans Team hatte die Aufgabe, sie zu aktivieren, um mit den geopferten Leben den Imperator wieder zu erwecken. Ja, und jetzt will sie Revan zu demselben Zweck einsetzen. Wenn wir ihn nicht aufhalten, sind wir alle tot. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ivan hat uns einiges über das komplexe Verriegelungssystem verraten, das uns Zugang zum Tempel gewähren kann. Das ist unser nächstes Ziel. Theron, Jakaro, könntet ihr uns bitte einen Moment allein lassen? Natürlich. Warum sollte man auch den Droiden fragen? Sie hat Sehnsucht, oh. Es ist nicht das erste Mal, dass wir unser Leben riskieren. Aber das hier fühlt sich anders an. Irgendwie endgültiger. Also verschafft euch Zugang zu diesem Tempel und tut, was immer ihr tun müsst, um diese Sache zu beenden. So habe ich euch noch nie gesehen. Das liegt wohl daran, dass ich jetzt mehr habe, um dass es sich zu kämpfen lohnt. Ich werde hier sein. Möge die Macht euch stets dienen. Mhm. So. Begib dich zum Tempelhof. Wäre halt mal cool, wenn wir dementsprechend auch mal unser Mount hier drin benutzen könnten. So. Ich dachte, wir werden halt mal gucken, dass wir jetzt so schnell wie möglich zum Ende kommen. Ich würde das halt ganz gerne in die letzte Folge für heute erstmal noch reinkriegen. Dass wir quasi vernünftig heute den Planeten abgeschlossen haben, beziehungsweise Planeten haben wir ja schon abgeschlossen, aber dann haben wir sogar mal einen kompletten Inhalt von dem Addon geschafft heute Abend. Das wäre halt schon mal ziemlich cool. Zu Ihren Diensten, mein Lord. So. So. Können wir auch gleich wieder ein bisschen Schrapel verkaufen, wenn wir hier einmal sind? Benötigen Sie medizinische Hilfe? Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. So. Leben Sie wohl. Und noch ein paar Ruf-Items. Oh. Können Sie sehen, dass wir hier noch so einen riesen Stapel Ruf-Items hatten? Außergewöhnlich. Rang Held. So. Das machen wir mal nebenbei noch schnell hier. Und sonst so. Schönes Leben. Warum wenn ich einfach gleich einen kompletten Stack eindösen kann? So. Können wir die Materialien hier mal daneben legen. So. Jetzt haben wir jede Menge Ruf auf jeden Fall schon mal für Regie gekriegt. War nicht mal so schlecht. So. Ach, du kannst ja wieder mal dezent sonst wo. So, werden wir tatsächlich mal schauen, dass wir nur das Nötigste hier noch an Quest machen, beziehungsweise an Mobs töten. Ich weiß, das sage ich die ganze Zeit schon und dann machen wir doch noch alle möglichen Mobs, die rumstehen. Aber... So.
Ich finde es halt auch ein bisschen ätzend, dass das so ewig immer dauert mit dem Abbauen hier. Müsste eigentlich mal eine leichtere und eine schnellere Möglichkeit geben. So. Man darf sie wirklich nicht unterschätzen. Lord aus der Zeit des Imperators. Das hier muss ein Ort der Macht sein. Ach, ist nicht wahr. Es muss ein Ort der Macht sein, echt jetzt? Ach, come on. Ernsthaft. Kein Grund zur Sorge. Naja, immerhin haben wir keine Aufgabe, ihr kriegt nochmal so und so viel von denen umzuboxen. Oh, hätte ich mal nicht gesagt. Hätte ich mal nicht gesagt. Direkt kriegst du wieder einen Schlag ins Gesicht, weil du sie gesagt hast. So. Immer noch mal ein Archäologie-Relikt. Ach, was tut man nicht alles. Was tut man nicht alles fürs Imperium? Das könnt ihr gar nicht wieder gut machen. Das könnt ihr in 1 Million Jahren nicht mehr gut machen. Na komm, bau endlich ab hier. Jetzt muss ich dich wieder verprügeln. So. Kristall. Ein Jedi fürchtet den Tod nicht. So. Töt mal hier schnell die komischen Typen hier noch. Damit wir den Abschnitt für die Quest auch fertig haben. Da war es noch einer. Der läuft da oben rum, aber da kommen wir nicht ran. Sehr schön. Warum auch? So. Einen brauchen wir noch. Ah. Moin. So. Ruhe im Schacht. So, die letzten beiden sind da drüben irgendwo. Mal zusehen, dass wir uns ein klein bisschen beeilen hier. So, der letzte ist da drüben irgendwo. Schon wieder. So. Ist auch erledigt.
Eure Ankunft wurde vorhergesehen. Ihr müsst weitermachen. So. Schnell hier durchsprinten. Ekelhaftes Gewürm ausschalten. Kein Grund zur Sorge. So. Was auch immer das ist. Ah, okay. Zwei Paneele. Ah, okay. Mhm. Interessant. Ach du Gott, das war ja wieder so ein ekelhaftes Rätsel. Tja. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das hier vielleicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier mache. Nein, das war's nicht. Geht es schon wieder? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Das vielleicht? Nein. Jetzt haben wir alles einmal fast durch. Jetzt muss doch irgendwo mal eine passen. Gibt's doch gar nicht. Doch eigentlich mal irgendwo was passen. Gibt's doch gar nicht. Tja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es hat funktioniert. So, tja, das Problem an der Sache ist jetzt natürlich,
Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Manchmal findet auch der Dumme einen Korn. Oder wie es so schön heißt. Keine Ahnung, was wir gemacht haben, aber es hat gepasst. Ihr seid nah. Ich fühle es. Beeilt euch. So. Jetzt müssen wir wieder raus. Jetzt haben wir durch Zufall einfach mal das Rätsel gelöst, ohne dass wir wussten, was wir überhaupt machen sollen. Interessant. Interessant. Und was auch immer das da ist, das interessiert uns erstmal nicht. So. So. Also keine Ahnung, ob es da überhaupt einen Mechanismus gab oder ob wir jetzt einfach bloß vorgescriptet irgendwas drücken mussten, aber zumindest haben wir merkwürdigerweise gerade alle richtig betätigt, ohne zu wissen, was wir überhaupt machen sollten. Das war sehr merkwürdig gerade. So. Muss man doch drüber rumlaufen. Ich wollte jetzt ungern noch mal irgendwie zu viel pullen. So. Hoffentlich nicht noch mal so ein abartiges Rätsel. Dann spring ich aber im Dreieck, ey. Dann lieber noch mal 20 Mobs töten oder so. Aber nicht noch mal so ein ekelhaftes Rätsel. Ist ja voll abartig. Nicht nochmal so ein widerliches Rätsel. Was zum Unverschämtheit. Am Leben. Ihr führt die Revanite an. Das Monster im Inneren dieses Tempels ist nicht Revan. Es ist eine Abscheulichkeit. Seine Besessenheit, seine Arroganz, sein wütender Kreuzzug, all das hat ihn für die Wahrheit blind gemacht. Die vielen Leben, die er opfern will, um den Imperator zu erwecken, sind nichts im Vergleich zu dem, was folgen wird. Es liegt in eurer Macht, diese Abscheulichkeit zu stoppen. Aber ihr könnt es nicht alleine schaffen. Möge die Macht mit euch sein. So. Der Jedi und ich, wir haben es beide gespürt. Eine Erschütterung der Macht jagt einen Besucher, eine Manifestation. Anscheinend war es Revan. Er behauptet, auf unserer Seite zu sein.
und dass der Mann, den wir jagen, ein anderer ist. Das wird sich alles noch aufklären. Im Moment ist es nur wichtig, dass wir die Revanita aufhalten. Er hat nicht geglaubt, dass ich es alleine schaffen würde. Die Revanita sind wahrscheinlich die härtesten Gegner, mit denen wir es jemals zu tun hatten. Und diese vorübergehende Allianz mit der Republik ist alles andere als gefestigt. Aber wir müssen unsere Kräfte sammeln. Und wir müssen standhaft bleiben. Das Schicksal des Imperiums und der ganzen Galaxis hängt davon ab. Komisch, dass da alle so eine ähnliche Masken immer haben wie Reva, ne? Das war ja genauso. So. Melde sich am Konferenztisch. Ah, okay, das dürfte hätte wieder bedeuten, wieder zurück zum Ausgangspunkt. So, ich würde fast sagen, die reguläre Folge wäre jetzt eigentlich vorbei für YouTube. Aber da wir wahrscheinlich kurz vorm Finale stehen, würde ich sagen, machen wir die Folge mal ein bisschen länger, logischerweise, weil ich halt, wie gesagt, nicht weiß, wie viel ansonsten noch für die letzte Folge übrig bleiben würde. Nicht, dass wir jetzt bloß noch eine Viertelstunde Folge hätten, das wäre ein bisschen eklig. So. Macht's vielleicht ein bisschen interessanter, so als Bonusfolge quasi. Ja, mach mal das. Wir müssen halt den Einzelspielermodus machen. So, das müsste jetzt rein theoretisch dann das Finale schon sein, wenn ich das gerade richtig sehe. Ach du Kacke. Das ist jetzt unschön. Das ist jetzt uncool. So. Das ist Herzl, grüß dich, hi. Morgen. Ja, das Problem ist bloß, wie ich das gerade richtig sehe, müssen wir halt jetzt momentan noch 6 andere Quests machen, um halt die abzuschließen. Das ist ein bisschen eklig gerade. Müssen wir mal gucken. Wir gucken jetzt erstmal, was uns bei der Lilan erwartet. Die werden wir erstmal schnell machen. Zu Ihren Diensten, mein Lord. So, jetzt haben wir halt zwei. Achso, es sind zwei Abschnitte wahrscheinlich. Bestätigt. Puh. Jetzt bereue ich es tatsächlich so ein bisschen, dass wir vor einer Stunde nicht schon Feierabend gemacht haben. Jetzt zieht es sich doch ein bisschen länger, als ich eigentlich noch geplant hatte, heute zu machen. So. Aber andererseits sind wir dann halt einfach mal durch mit der Story. Oh, ist das jetzt nicht der Ernst, oder? Das ist jetzt ein bisschen uncool gerade. Ein bisschen rein theoretisch hier durch. Ja, und dann hier durch. Und dann kommen wir da raus. Das ist immer der ätzendste Teil an der ganzen Revan-Storyline. Das ewige Rumgerenne, wenn du keine Bindepunkte oder irgendwas in der Nähe hast. So. Sind sie tot? Gucken. Sagt mir, dass sie tot sind. Ja, sie sind tot. Aber das waren nicht wir. Sie wurden von Masasi-Kriegern angegriffen, genau wie wir. Ich bin die Einzige, die noch am Leben ist. So. Verstehe. Gut zu wissen. Ach ja.
schön durchstapfen durch Wald- und Wiesengebiete. Das Ironische ist halt, wir haben vorhin die ganzen Bossgegner schon angegriffen. Aber da haben wir sie noch gar nicht gebraucht für die Quest. Und jetzt müssen wir sie halt töten für die Quest. So. Mal gucken, dass wir hier irgendwo durchlaufen, wo wir eventuell bloß die töten müssen, die wir noch brauchen. Was man nicht alles macht für eine Quest. So, da haben wir ein Bürschchen Nummer 1. Kein Grund zur Sorge. So, das war Nummer 1. Nicht mal, was ihr droppt, der Schlingel, glaube ich das? Der traut sich ja was. So, und der nächste steht da vorne am Tempel irgendwo rum. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen Gas geben hier. Dass wir ein bisschen Gas geben. So. Bürschchen Nummer 2. Wo ist er denn? Ach, da vorne. Kein Grund zur Sorge. So. So, Nummer 2, sehr schön. Auch wieder nichts gedroppt. Oh, Alter, das gibt's ja nicht. Elendigen Geizhälse. Hätten ruhig mal was fallen lassen können. So, und ansonsten müssen wir jetzt hier unten irgendwo lang. Na gut, dann wollen wir mal. Gucken, ob wir uns hier irgendwo durchschummeln können. Naja, natürlich nicht. So. Puh, steht ja ganz schön was rum. Ist das so richtig? Ah, wir sind in den falschen Bereich gelaufen. Ich habe mich schon gewundert, dass das gerade so viele Goldsterne und Silberne waren. Das hätte mich jetzt ein bisschen überrascht gerade. So. So. Ist tatsächlich ein bisschen widerlich, muss ich sagen. Dass man jetzt dazu gezwungen wird, hier noch andere Quests zu machen. So. Stratz mal hier kackendreist einfach mal durch. So, hier haben wir jetzt noch irgendwas. Ja gut, da kommen wir nicht dran vorbei. Kein Grund zur Sorge. So. Schnelldurchgang. Lässt natürlich auch mal wieder nichts fallen. Ah, elendige Geizhälse. So, und der letzte ist irgendwo da oben. So, haben wir natürlich wieder das Problem, dass wir keinen schnellen Weg da hoch haben. Müssen wir uns wieder hier durchkämpfen.
So. Kein Grund zur Sorge. Jetzt müssen wir noch ekelhafte 6 Quests machen. Yeah, da habe ich mega Bock drauf. Das ist natürlich jetzt abartig. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier unten war noch irgendwo eine Quest. Hier war doch eben irgendwo noch eine Quest. Ah ja, da unten. Das ist tatsächlich ein bisschen ätzend, dass man das so künstlich in die Länge ziehen muss. Das ist etwas sehr eklig. Rette republikanische Scouts, yay. Na komm schon. Das ist auch noch unserer Loot verbuggt. Ganz geil. Oh, wird immer besser. Ich schaffe es zurück zum Lager. Bleib stark. Diese Masasi-Irren haben meine Freunde getötet. Jetzt ist Schluss damit. Diese Masasi-Irren haben meine Freunde getötet. Jetzt ist Schluss damit. So. Ich wollte tatsächlich mal sagen, ich mach die eine Quest noch und dann machen wir mal Feierabend. Dass wir jetzt hier ekelhafterweise noch so viele Quests hier machen müssen, nur um die letzte Quest abzuschließen, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Beziehungsweise war mir so gar nicht mehr in Erinnerung, dass das immer noch so ist. Da habe ich dezent gerade keinen Bock mehr drauf, zumindest weil es. Diese Masasi-Irren haben meine Freunde getötet. Ja, weil es halt massiv spät oder früh schon wieder ist, wie man es nimmt. So. Sie wollten uns töten. Wunderbar. Auch wenn ich nicht weiß, wie oder warum. Irgendwo sitzt ganz da oben. Naja. Gucken wir mal, dass wir zurück zum Lager kommen. Dann werden wir uns da die dezent mal ausloggen. So. So. Zu Ihren Diensten, mein Ach so, müssen wir sogar hier abgeben. Müssen wir tatsächlich doch noch ein bisschen was tun, bis wir zum Endkampf kommen. Etwas unerfreulich. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir das innerhalb von einer Stunde schnell noch fertig kriegen, aber... Spiel sagt nein. War also definitiv die richtige Entscheidung, die letzte Folge jetzt ein bisschen länger zu machen. Sonst hätten wir jetzt festgestellt, wenn wir eine neue Folge angefangen hätten, nach 15 Minuten, oh, es wird doch noch ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen eklig gewesen. So. Können wir die Quests auf jeden Fall alle nochmal annehmen. Beziehungsweise das werden wir auch morgen machen dann. Oder aber im nächsten Stream. Wurden von den Masasi gefangen genommen. So. Ich habe die Überlebenden befreit.
Ihre Kommandantin hat eine Nachricht hinterlassen. Sergeant Young, tot. Verdammt. Ich werde sie für eine Auszeichnung vorschlagen. So. Auch wie den Rest ihrer Einheit. So. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal Feierabend. Wie gesagt, wir sind jetzt bei, 8,5 Stunden mal wieder gewesen. 8,5 Stunden Stream heute. Ich denke mal, da haben wir ganz gut was geschafft. So, an der Stelle schon mal für alle Zuschauer bei YouTube dann. Seid gespannt auf den Endkampf mit Revan. Wird es dann in den nächsten Folgen geben, die wir dann im nächsten Stream dann quasi aufnehmen. Ja, in dem Sinne, natürlich schon mal danke fürs Zuschauen. An alle auf YouTube. Und dann bis zur nächsten Folge.